Hi, ich bin Dr. Anna Heinz, Zahnärztin und Fitbook-Expert. Die Zähne verfärben sich, weil wir klitzekleine Kanälchen haben in unserer äußeren Zahnsubstanz. Und da lagern sich dann Farbpartikel ein, zum Beispiel der gute Rotwein oder wenn man mal ab und an eine quarzt. Sowas sieht man dann alles anhand der Zahnfarbe. Man kann die Zähne aufhellen durch verschiedene Möglichkeiten. Es gibt das professionelle In-Office-Bleaching, das heißt, man geht zum Zahnarzt, ein Mitarbeiter des Zahnärzteteams oder die Zahnärztin selber trägt eine Substanz auf, das ist ein Wasserstoffperoxid meistens, also das gleiche, was wir für die Haare benutzen, bisschen anders. Und dadurch werden dann die Zähne aufgehellt mit einer LED-Lampe. Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, dass es Schienen gibt für zu Hause, in die füllt man dann dieses Bleaching-Gel ein, lässt es über Nacht einwirken und am nächsten Morgen hat man dann aufgehellte Zähne. Zusätzlich gibt es ganz, ganz viele Bleaching-Zahnpasten zurzeit. Oder wenn man das ganz natürlich machen möchte, gibt es Aktivkohle-Zahnpasta, die auch nachweislich die Zähne heller macht. Also der deutsche Markt ist schon relativ streng reguliert, dass jetzt nicht totaler Nonsens sozusagen in der Drogerie zu kaufen ist. Aber trotzdem muss man sich immer ganz, ganz sicher sein, dass die Zähne gesund sind. Denn wenn ich kranke Zähne, zum Beispiel Zähne, die eine Karies haben, bleache, dann habe ich unheimliche Schmerzen später. Das ist einfach leider der Fall. Außerdem kann ich auch mein Zahnfleisch wirklich auch nachhaltig schädigen, wenn ich mit unprofessionellen Maßnahmen versuche, die Zähne heller zu bekommen. Deswegen wäre meine Empfehlung, das beim Zahnarzt zu machen. Oder wenn man wirklich nur eine ganz, ganz geringe Aufhellungsstufe schaffen möchte, dann benutzt man Aktivkohle-Zahnpasta. Man testet vorher auf dem Fingernagel, wie stark da die Abrasionswirkung ist, also wie rau ist die Zahnpasta. Und jetzt kommt der Clou, man lässt die Zahnpasta nur einwirken und nach ein, zwei Minuten spült man es aus. Denn so kann die Aktivkohle wirklich wirken und so schädigt man nicht den eigenen Zahnschmelz. Der Schmerz eines Zahnbleachings entsteht nicht beim Auftragen des Mittels, was zum Bleachen führt, sondern eigentlich erst danach. Denn wir reinigen und leeren ja diese feinen Zahnkanälchen und dadurch wird einfach der Nerv, der Zahnnerv, deutlich mehr gereizt, zum Beispiel durch Lufteinwirkung und das spüren wir. Je nachdem, wie man sich dann nach dem Bleaching verhält, also ob man dann wieder schön zur Zigarette greift oder mal sich den Merlot reinfeuert, kann es ganz schnell wieder zu gelben Zähnen kommen. Wenn man aber sehr, sehr straight bleibt und wirklich Nahrungsmittel erstmal genießt, die wenig Farbpigmente enthalten, dann kann so ein Bleaching auch ruhig ein Jahr halten. Also ich würde auf alle Fälle Menschen unter 18 Jahren von einem Zahnbleaching abraten. Ich würde es ganz ähnlich bewerten wie Schönheitstrends, wie Botox und für Hyaluroninjektionen. Das ist was für eine Zielgruppe, die einfach schon älter ist und die da sich ganz sicher ihrer Sache ist, dass sie so eine Entscheidung trifft. Außerdem wissen wir, dass es nicht förderlich ist für die Zahngesundheit, deshalb so spät wie möglich damit anfangen und auch nur bei gesunden Zähnen. Deshalb ist es unbedingt wichtig, auch wenn ihr Kids benutzt, dass vorher der Zahnarzt kontrolliert hat, dass ihr nirgendwo eine Füllung zum Beispiel habt, denn die würde nicht mitgebleicht werden, das sieht dann doof aus, und dass ihr auch keine Karies habt.